Also nur jetzt verstehen Sie, warum ich so aufgeregt war. Ich möchte zu dieser Entscheidung sagen, ich war gerne zu einer Verlängerung meiner Amtszeit bereit. Sie kennen mein Engagement und meine Begeisterung für diese Kirche. Insofern schmerzt mich diese Entscheidung. Zugleich und selbstverständlich respektiere ich sie. Zu diesem Zeitpunkt schafft es Klarheit, dieser Beschluss auch für mich selbst. Ich bin gespannt, was Gott mit mir dann für meine restliche Dienstzeit bis zu meinem Ruhestand vorhat und was mit unserer Kirche. Gottes guter Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit helfe uns bei unserer gemeinsamen Aufgabe, die beiden noch verbleibenden Jahre gut und konstruktiv miteinander zu gestalten. Ich sehe meine Aufgabe insbesondere darin, in dem großen Veränderungsprozess, in dem wir uns befinden, die Gemeinden und die Verantwortlichen zu begleiten, sei es in mancher Trauer und Ratlosigkeit, sei es in den neuen Aufbrüchen. Dafür und für die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, mit allen Verantwortlichen, den Gemeinden in unserer Kirche, will ich weiter und werde ich weiter meine Kräfte einsetzen und natürlich auch für die Vertretung unserer Kirche nach außen.